Hallo bei MixTV. Heute zeige ich euch, wie man das optimieren kann, dass man, wenn man irgendwo hinfährt, nicht nur von der Stadt die Caches vom Navi hat oder bei mir auch auf dem Auto, sondern dass man auch die von der Route hat und auch von Alternativroute. Weil wenn man wo weiter hinfährt und bleibt ein paar Tage und fährt wieder zurück, kann es sein, dass sich die Staulage und ähnliches komplett verändert hat und deswegen der Rückweg schon wieder ganz anders da aussieht oder auch bei der Hinfahrt, dass man auf Alternativroute kurzfristig hopfen muss. Und dann ist natürlich toll, wenn man am Auto oder beim Handnavi alle Caches drauf hat, was da in der Umgebung sind, dass man nicht ständig anhalten muss, auf dem Handy rumtippt. Das zeige ich euch jetzt. Man geht auf geocaching.com, geht da rein, geht bei Premium-Funktionen, Premium, Pocket Queries Ersteller, suche nach Geocache entlang deiner Reiseroute, so fange ich an, neue Route erstellen, ein Routename, kann man jetzt die Stadt sagen zum Beispiel, für das Video mache ich Mixi 1, Great Route, und sage von Bruchsal nach Leipzig. Ich wohne in Bruchsal, bin aus Karlsruhe, aber die Strecke Karlsruhe-Bruchsal habe ich schon abgecached und mich interessieren nur die Cache danach und ab Bruchsal gibt es halt verschiedene Routemöglichkeiten. Jetzt mache ich auf Suchen. Jetzt macht er halt irgendeine Route und ähnlich wie Google Maps ist es jetzt immer die Route, wo man wirklich fahren will aus verschiedenen Gründen. Die kann man jetzt anklicken, dann kommt so ein weißer Punkt und den kann man dann halten und rüberziehen. Zum Beispiel jetzt hier will ich nicht über Frankfurt fahren, sondern über Nürnberg. Das ist eine von drei, vier möglichen Routen. Und dann sage ich Änderungen speichern. Hier können wir jetzt Informationen eingeben, wenn man die Route mit anderen teilen will, was eine Route das ist. Will ich jetzt nicht. Ich sage, erstelle eine Pocket Query der Route. Heute haben wir Montag und es soll nur heute einmal für mich die Caches als GPX-Datei zur Verfügung stehen. Mache ich auf Montag. Jetzt rechts und links von der Autobahnstrecke interessiert mich wirklich nur Kilometer Luftlinie und 1000 Caches. Mich interessieren nur Trades, die ich nicht gefunden habe und aktiviert sind. Das ist halt für die Fahrt, finde ich das optimal. Dann sage ich, der Name soll verwendet werden. Sonst schaue ich es irgendwie, keine Ahnung, Pocket Query oder so. Und jetzt hat es halt der Name, in dem Fall Mixi 1. Informationen Sender. Und hier steht jetzt, du kannst die Vorschau davon hier ansehen. Klicke auf das hier. Und so bringen wir die Vorschau noch nichts. Jetzt gehe ich auf die Treffermenge auf der Karte anzeige. Jetzt wieder kurz rechnen. Und zeigt einmal die Route gepflastert hat mit Tradis. Das kann ich auch viel größer machen, damit man es besser sieht. Und die Datenbank ist schon mal gut. Dasselbe Spiel wiederhole ich jetzt mit Alternativrouten. Mache ich nur den Anfang. Also auf Pocket Query, suche nach Geocache entlang der Route, neue Route, Name Mixi 2, Great Route, wieder Bruchsal und Leipzig suchen. Ich sehe es wieder rüber, aber Nürnberg habe ich schon. Jetzt sage ich vielleicht hier über Würzburg oder hier. Und das mache ich mit alle Route, wo ich denke, wo ich vielleicht bei der Hin- oder Rückfahrt kurzfristig auswähle. Wenn man das gemacht hat, dann kann man bei aktive Route die Route sehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel
war das jetzt als Leipzig 1, Leipzig 2, Leipzig 3. Dann haben wir noch eine normale Pocket Query erstellt vom Zentrum von Leipzig. Da sind aber dann alle Arten von Caches drin. Und der Begründerklade. Und im GSAK haben wir die alle drin. Die doppelte wäre automatisch im GSAK aussortiert. Dann sage ich nochmal Tag vor der Abfahrt, Gecko im Zugriff, Gecko startet aktualisieren, alle im Filter und er tut die ganze Daten nochmal richtig gut durchkontrollieren, dass wenn was deaktiviert ist oder ähnliches, dass es abfällt. Das brauche ich nicht machen. Und dann kann ich zum Beispiel bei GPS-Wegpunkte senden, das an mein Garmin senden. Oder über Makro ausführe, TomTom ausführe, wandelt mir das dann um als POI für mein Auto-GPS, wovon TomTom in dem Fall ist. Auf die Art habe ich alle Geocaches, was ich dort in meinem Urlaubsort oder Wochenendtrip cache will, dabei. Und alle auf alle möglichen Fahrtwege, nicht nur auf einem, für Hin- und Rückfahrt zusammen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn ihr Verbesserungen habt, schreibt es unter die Kommentare. Dann freuen sich die anderen, die es lesen, und ich mich auch. Und wie schon oft gesagt, ich bin euch ewig dankbar, wenn ihr ein Abo da lasst. Ciao, euer Mixi.